So, und da gibt es schon wieder ein XKCD-Comic. Was haben wir hier? Public Key. Ja, das ist dann das Problem, wenn man keine Freunde hat, die einem Nachrichten schicken wollen. Ja, tatsächlich, ich habe auch schon das Problem gehabt, dass ich PGP verwenden wollte, aber wenn halt niemand anderes es verwendet, dann funktioniert es halt nicht. Ja. Dann kann ich zwar wunderbar signierte Nachrichten an alle schicken, das kann aber auch dann noch niemand überprüfen, aber naja. So. Also, dann checken wir mal, ob der Stream funktioniert oder ob ich gerade mit dem Nirvana rede. Kalmuck sagt, es läuft. Kalmuck sagt, es läuft. Wow, 31 Zuschauer, neuer Rekord. So, also dann an die Neuntklässler und die anderen Zuschauer, die nicht in der neuen Klasse sind, ein herzliches Willkommen. Ich habe natürlich nicht den Titel angepasst. Das mache ich jetzt noch. Wir sind, ich vergesse nicht, wie das Fach heißt, Medien und Informatik. Und wir machen. Ich nenne es mal 2D, 3D Design. So, ist ein bisschen schwierig dann, Titel zu finden. Also, zuerst mal bisschen Allgemeines. Die Schulen sind weiter geschlossen. Ich habe vor den Ferien dieses Fach ja quasi nicht unterrichtet, weil ich mir dachte, hey, für 3 Wochen, ja gut. Was soll es jetzt von euch verlangen, dass ihr irgendwie dann zu Hause eure Projekte weiterarbeitet, ist auch Unsinn. Deswegen, gut. Aber da es jetzt weiter ausfällt und doch noch ein, zwei interessante Sachen ich vielleicht für euch habe, dachte ich, nein, wir machen es einfach jetzt doch weiter. Und zwar, organisatorisch, ich meine, die 9. D weiß Bescheid, das läuft hier im Prinzip so wie auch in Mathe. Ich werde euch jetzt keine expliziten Hausaufgaben geben, weil das auch immer irgendwie softwareabhängig ist und nicht sichergestellt ist, dass jeder Zugriff auf entsprechend auf einen Rechner hat. Und für die 9 C, ja, eigentlich gibt es da nicht so viel zu erzählen. Ich mache also diese Streams. Jetzt immer donnerstags um 11. Und zumindest so lange, bis mir dann der Stoff ausgeht. Da wir halt entsprechend nicht die Stunden haben, in denen ihr übt, Sachen erstellt und so. Schauen wir mal, wie viel Zeit ich da füllen kann. Eine Sache, die sehr hilfreich wäre, wenn ihr euch in der Schulcloud anmeldet. Ihr braucht keinen Twitch-Account. Mit Twitch-Account könnt ihr auf Twitch kommentieren. Wenn ihr keinen habt, ihr könnt auch in unserem Channel in der Schulcloud kommentieren. Den habe ich auf dem Tablet nebenher laufen und sehe das dann auch. So. Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass wir uns dieses Jahr nicht mehr in der Schule live sehen werden. Aber wer weiß. Und es kann eben auch sein, dass die Zeit sich nach dem 4.5. ändert, weil Schulen teilweise wieder geöffnet werden und ja. Mal gucken. Was ich heute machen möchte, ist zum einen nochmal auf verschiedene Programme, Programmtypen für, ich sag mal, Bildbearbeitung im zweidimensionalen Bereich eingehen. Wir haben in der Schule ja GIMP verwendet als die kostenlose Version, die Freeware-Version quasi von Photoshop. Und es gibt aber auch andere Programme und je nachdem, was für Sachen man machen möchte, bieten sich verschiedene an. Tatsächlich verwende ich GIMP sehr selten.
Das erkläre ich jetzt auch mal, warum. Prinzipiell, ich habe hier die drei Programme, um die es jetzt vor allem mal geht. Ja, GIMP in der Mitte. Das kennt ihr jetzt ja. GIMP ist toll, oder dann halt auch, wenn man es professioneller macht. Photoshop ist toll, wenn man sehr aufwendige Bildbearbeitung machen möchte. Man kann mit GIMP aber auch selbst malen, zeichnen. Ja? Das ist etwas, was wir jetzt so nicht explizit besprochen haben. Ein paar haben es im Zuge ihres Projekts in der Schule ein bisschen gemacht. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben irgendwie ein Bild hier reingebracht und das dann halt bearbeitet. Ich kann aber auch sagen, hey, ich möchte hier ein neues erstellen, und dann kann ich hier angeben, okay, was für eine Größe soll das haben? Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Sache, die wir in der Schule noch nicht besprochen haben, die aber, wenn man irgendwie digitale Kunst machen möchte, sei es Bildbearbeitung, sei es selbst was malen, Gemälde, sei es Comics zeichnen, Artworks, was auch immer. Die Bildgröße in Pixeln ist tatsächlich erstmal zweitrangig. Viel wichtiger ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, dieses PPI heißt es hier. Es gibt auch, je nach Programm, normalerweise mal heißt es DPI. PPI steht für Pixel per Inch. Wenn man die Kunst nur rein digital verwendet, ist es relativ egal. Aber früher oder später möchte man vielleicht so ein Comic auch mal ausdrucken oder ein Bild, das man gemalt hat. Und wenn man dann zum Beispiel, was ich leider Gottes, als ich das erste Mal angefangen habe, Bilder zu malen, gemacht habe, so eine PPI von 72 hat, und dann das Bild in der vorgesehenen Größe ausdruckt, ist es total unscharf. PPI, Pixel per Inch, heißt, wenn ich dieses Bild ausdrucke, wie viele Pixel habe ich pro Zoll? 1 Zoll, 2,54 Zentimeter, also ungefähr 2,5 Zentimeter. Das heißt, wenn ich 100 Pixel auf diese Fläche habe, dann habe ich nur ein Drittel der Auflösung bei dem Druck, wie wenn ich 300 Pixel habe. Und das heißt auch, selbst bei der gleichen Auflösung, das sagt mir erstmal nichts über die Größe des Bildes aus, sondern dazu gehört immer diese Pixel per Inch. Deswegen, wenn man sowas machen möchte, anstatt dass man überlegt, hey, was für eine Auflösung will ich, überlegt euch, was für eine Punktdichte, wenn man es drucken will, mindestens 150 ppi, besser wirklich so 300. Und dann, anstatt Pixel, dann überlegen, na, wie groß möchte ich das Bild eigentlich haben, ja? Zum Beispiel in Zentimetern. Es gibt so verschiedene Rahmenstandards, also wenn ich so ein Bild gemalt habe und das ausdrucken möchte, und das möchte ich in einen 30 cm breiten und 20 cm hohen Rahmen packen, dann wird mir hier direkt ausgerechnet, wie viele Pixel das haben muss. Und dann brauche ich auf einmal 3500 mal 2400 Pixel etwa. Ja? Also das ist etwas, das man auf jeden Fall wissen sollte, weil ansonsten steckt man viel Arbeit in irgendein Bild rein. Und wenn man es dann ausdruckt, kommt die große Enttäuschung, weil man feststellt, oh mein Gott, entweder wenn ich groß ausdrucke, ist es unglaublich unscharf, oder ich muss es, damit es scharf ist, sehr klein ausdrucken. Das ist dann halt blöd. Aber genau, wenn ich dann sowas erstellt habe, habe ich hier also einfach eine weiße Fläche und kann hier natürlich dann auch mit einem Pinsel irgendwie drauf rummalen. Was ich jetzt schon mal direkt feststelle, standardmäßig zumindest, also ich verwende so ein Pen-Display mit einem Stift, ist eigentlich drucksensitiv. Das heißt, er sollte erkennen, wie fest ich drücke und dementsprechend die Linie verändern, aber tut er hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass man das irgendwie aktivieren kann. Aber gut. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Anwendung, für die ich GIMP nutzen würde. Man kann es aber grundsätzlich. Wenn man jetzt sagt, hey, so
selbst irgendwas malen, das ist nicht meins. Ich brauche einfach irgendwas, womit ich so ein paar einfache Bildbearbeitungen machen kann. So, ne, keine Ahnung, für PowerPoint-Präsentationen irgendwie in ein Bild einen Text reinpacken oder zwei Sachen zusammenschneiden. GIMP ist halt relativ mächtig oder Photoshop dann natürlich noch mächtiger. Wenn man da was Einfaches möchte, würde ich tatsächlich PaintNet empfehlen. Nicht zu verwechseln mit MS Paint. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder von Windows. Hier wunderbar, dieses Paint, ne? Ein nettes Programm, mit dem man halt nicht wirklich groß was machen kann. PaintNet ist, ich würde sagen, etwas komplexer als Paint, weniger komplex als GIMP oder Photoshop. Ja, deutlich weniger. Hat aber für einfache Bildbearbeitung alles, was man braucht. Ich kann verschiedene Ebenen erstellen, mit denen ich dann arbeiten kann. Ich habe ja auch eine Verlaufsübersicht. Ich habe eine schöne Farbauswahl. Ich kann Sachen auswählen, ausschneiden, verschieben, drehen. Wenn ich also irgendwas, ich einen Text einfügen will, dann mache ich einfach, okay, ich brauche einen Text. Füge den hier ein. Ich kann sagen, okay, hey, ich brauche aber eine größere Schrift, andere Schriftform. Ja, weil es immer schön gesehen, Comic Sans. Naja. Und naja, das möchte ich jetzt aber noch drehen. Wunderbar, dann wähle ich den aus und kann das dann irgendwie drehen. So, ja. Also PaintNet ist das Programm, was ich für Bildbearbeitung meistens verwende, weil ich keine unglaublich aufwendigen Sachen mache, sondern wirklich so irgendwie einen Text einfügen oder hier einen Pfeil hinmachen, sowas. Das geht damit wunderbar. Also PaintNet wäre da für einfache Bildbearbeitung meine Empfehlung. Wenn man aber sagt, hey, ich finde eigentlich so digitales Malen, Zeichnen ganz interessant, kommt man leider Gottes in einen Bereich, in dem es unglaublich viele Programme gibt. Ich habe so drei, vier Mal ausprobiert, kostenlose. Was ich ganz gut finde, was mir auch empfohlen wurde, ist Kreator. Da sieht man auch schon so ein bisschen, ich verschiebe mal kurz mich hier beiseite, dass man das da sieht. Man sieht schon bei der Auswahl der Werkzeuge so ein bisschen, dass der Fokus hier ein anderer ist. Ja? Wenn ich hier mal eine neue Datei erstelle, gibt da noch so vordefinierte. Da sieht man auch schon, bei den vordefinierten gibt es mit 300 ppi und 600 ppi. Das heißt, hier ist schon beim Programm irgendwie im Hinterkopf, hey, was man damit erstellt, möchte man vielleicht qualitativ sehr hochwertig ausdrucken. Mit einem Heimdrucker ist es scheißegal, ob man 300 oder 600 ppi hat. Der Heimdrucker kriegt das nicht hin, aber wenn man da was professionell machen möchte, dann kann ich zum Beispiel sagen, ah, ich möchte hier so, ja, A4 Querformat irgendwie ein Bild machen. Und dann habe ich hier für, wenn ich einen Pinsel auswähle, schon hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier sowas nehmen wir Ink, ja, und dann habe ich hier also zum Beispiel, was weiß ich, so eine Füllfeder simuliert oder irgendwelche Marker, hier sogar richtig ein Federkiel. Also hier werden verschiedene Werkzeuge dann simuliert. Ich kann auch einfach sagen, ja, bei Paint, ich möchte irgendwie so ein klassischen Pinsel, verschiedene Arten. Und das ist dann jetzt auch tatsächlich drucksensitiv. Was drucksensitiv bedeutet, versuche ich jetzt mal hier ein bisschen zu zeigen. Interessanterweise ist das, ja, dann liegt es nicht am Programm, sondern irgendwie ist mein Tablet gerade, also mein Pen-Display gerade, macht das gerade nicht mit. Warum, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Kann ich dann jetzt leider offenbar nicht zeigen. Außer ich finde auf die Schnelle die Einstellungsmöglichkeiten. Nein, finde ich gerade nicht auf die Schnelle. Dann müsst ihr mir jetzt glauben, es gibt Drucksensitivität. Das hieß eigentlich, dass wenn ich schwach aufdrücke, dass die Linie dünn ist und wenn ich an Stärke drücke, dann wird sie entsprechend dicker. Blöd. Aber dann gibt es das in GIMP wahrscheinlich auch, nur aus irgendeinem Grund ist das gerade bei meinem Tablet deaktiviert. Tablet Pen Display. Naja.
Hast du das Tablet angeschlossen, bevor du den Rechner gestartet hast? Das ist die ganze Zeit angeschlossen. Und gestern Nachmittag habe ich tatsächlich auch noch ausprobiert und da ging es. Naja. Werde ich jetzt nicht im Stream versuchen zu lösen. Ich zeige es dann nächste Woche mal, wie das mit Drucksensitivität aussieht. Kreator ist dann eben ein hervorragendes Programm, wenn man tatsächlich irgendwie Comics zeichnen will, Line Arts, so Artworks. Zum Beispiel, was man hier bei meinem Bildschirm im Hintergrund, das ist nicht von mir, leider Gottes bin ich weit davon weg, so gut zu sein. Sehr, 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 sehr weit. Ich kann Strichmännchen zeichnen. Aber das ist im Prinzip sowas, was man dann mit Kreator machen könnte. Oder ein Programm in dieser Richtung. Ja. Genau. So. Also das sind im Prinzip, ich sag mal, diese drei Richtungen. Entweder so ein Programm, das wirklich gezielt in Richtung Artwork geht, sowas wie Kreator. Andere Namen, da bin ich ganz schlecht gerade. Ich glaube, Paint Studio Sai oder so gibt es ein Programm. Das muss man aber, das ist aber, glaube ich, nicht Freeware. Es gibt dann professionelle Bildbearbeitungsprogramme, sowas wie GIMP Photoshop oder eben einfache Programme, sowas wie PaintNet, wenn man halt einfach nicht diesen Funktionsumfang benötigt. Ja. Was ich gerne noch zeigen möchte, was ich gerne nutze, privat, wäre sowas wie Artwork. Das ist jetzt leider Gottes kein kostenloses Programm. Ich habe dafür auch noch kein kostenloses gefunden. Das ist so ein bisschen eine Sonderform. Das ist nicht für, als Bildbearbeitungsprogramm konzipiert, was nicht heißt, dass man nicht zum gewissen Grad das auch machen kann. Das hier ist ein Programm, das Malen simuliert. Sketchbook, ja, ich glaube, Sketchbook habe ich auch mal gehört als Programm. Ja, also es gibt ganz viel. Wenn ihr da nicht sicher seid, schaut euch einfach mal auf Twitch um, in der Kategorie Art, Kunst, wie auch immer. Guckt einfach mal ein paar verschiedene Kanäle rein, bis ihr einen findet, der so das tut, was ihr gerne tun würdet, und schaut mal, was für ein Programm die dann nutzen, ja. Also so könnt ihr verschiedene Programme kennenlernen. Dieses Programm hat im Prinzip die Besonderheit, dass es versucht, möglichst authentisch zum Beispiel Ölmalerei zu simulieren. Das heißt, wenn man gerne irgendwie so künstlerisch tätig ist, Gemälde, Bilder malen, wirklich mit Pinsel, Farbe, sowas, aber keine Lust darauf hat, Staffel zu kaufen, aufzubauen, den ganzen Dreck in der Wohnung, keine Ahnung, oder auch einfach nicht den Platz dafür hat. Sowas ist eigentlich super. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ja, also hier so ein Ölpinsel. Das sind ein paar Unterschiede zu den anderen Programmen. Der eine ist, wenn ich jetzt hier einfach mal durchzeichne, irgendwann ist die Farbe leer. Ja, wie es bei einem richtigen Pinsel quasi auch ist. Ja, irgendwann hat er keine Farbe mehr. Dann muss ich neue Farbe aufnehmen. Eine andere Sache, man sieht das schon so ein bisschen, wenn ich ranzoome, sieht man es mehr. Da ist Struktur drin, ja, wie wenn man mit einem Pinsel über eine Leinwand malt. Da hat man keine flache Farbdecke, sondern diese Strukturen in dem, was man gemalt hat, drin. Tatsächlich selbst der Hintergrund hat eine Struktur, ja, weil im Prinzip, wenn ich hier ein neues Gemälde starte, dann kann ich wieder die üblichen Sachen, standardmäßig hier 72 ppi, das ist natürlich viel zu wenig, da mache ich mal 300. Und dann kann ich hier die verschiedenen Leinwände auswählen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte so ein Rough Canvas. Ja? Und dann sehen wir, dass die Textur des Hintergrunds sich auf einmal völlig verändert hat, was dann zum Beispiel sehr deutlich wird, wenn man auch mit einem Bleistift darüber zeichnet oder mit so einem Holzstift. Ja? Dass ich einfach nicht, wie es in sowas wie GIMP oder Kreator hinkriegen würde, wirklich so diese klaren Line Arts, das würde ich hier im Leben nicht schaffen. Ja? Oder zumindest nicht in der Leichtigkeit. Das wäre hier sehr viel Aufwand. Und dann kann man hier im Prinzip auch versuchen, tatsächlich, was weiß ich, wenn man sagt, hey, ich möchte eigentlich so ganz normal auf dem Blatt Papier zeichnen, aber ich will das digital machen, warum auch immer.
Ja, dann kann man auch gucken, okay, ich nehme Paper, Basic Paper. Ja, dann nehme ich ganz normales Papier und kann darauf irgendwie zeichnen. Ich kann hier malen. Und hier funktioniert die Drucksensitivität tatsächlich. Das ist spannend. Etwas, dem ich nachgehen muss. Also das meine ich mit Drucksensitivität. Ja, wenn ich ganz leicht aufsetze, ist es dünn und wenn ich dann stärker drücke, wird es natürlich breiter, ja, wie es mit einem Pinsel zum Beispiel auch wäre. Oder beim Bleistift mache ich entweder eine schwache Linie oder eine starke Linie, je nachdem, wie stark ich drücke. Das ist Drucksensitivität. Genau. Ja, und dann habe ich also Ölpinsel, das sind Wasserfarben, mit denen ich malen kann. Ich habe hier dann auch diese Farbmischungen so ein bisschen drin, ja, wobei die Farben auch eintrocknen. Oh ja, kann ich zum Beispiel so wirklich das vermischen. Ja, du darfst natürlich auf die Toilette. Kann ich ja eh nicht überprüfen. Also, das wäre im Prinzip was völlig anderes. Hier habe ich dann eben auch so Spachtel, mit dem ich dann irgendwie so Ölfarben zum Beispiel verstreichen kann. Mit den Wasserfarben klappt das nicht so gut, ja, wie man es auch erwarten würde. Ich habe so ein Airbrush. Ich habe eine große Farbwalze. Kann natürlich auch die hier Einstellungen machen, was für eine Farbmenge, wie stark die Farbe verdünnt ist und so weiter. Also, wie gesagt, das ist ein Programm, das ist halt sehr spezifisch. Ich mag es total. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, boah, das ist total was für mich. Es gibt halt meines Wissens nach für sowas keine kostenlose Variante. Das Programm jetzt hier, das ist ArtRage, die neueste Version Nummer 6, kostet standardmäßig so irgendwie 80, 85 Euro. Ist aber auch immer wieder mal reduziert. Ich habe es tatsächlich jetzt gestern erst gekauft. Ich habe vor einigen Jahren eine frühere Version verwendet und jetzt habe ich es endlich mal gekauft und gestern zumindest war es reduziert, also nur halb so teuer. 42 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Wie viel das? Oh, da schweifen wir jetzt ab, aber nee, das hat ja auch mit Medien und Informatik so ein bisschen zu tun. Wie viel Taschengeld braucht man denn für ein Einsteiger-Pen-Display mit brauchbarer Drucksensitivität? Ich würde sagen, also jetzt grob schätzen mal so 300 Euro. 300 bis 400 Euro. Also das, was ich gekauft habe, ist jetzt auch kein super professionelles. Es ist ein gutes, ja, preis-leistungsmäßig top. Das waren 450 Euro. Mittlerweile ist es auch nur noch bei 400 Euro. Das ist, wenn man es über Taschengeld finanziert, eine Menge. Die Frage, die man sich aber erstmal stellen sollte, ist, braucht man ein Pen-Display? Ich zeige es mal kurz, dass man sich vielleicht die Leute, die nicht wissen, worum es geht, sehen. Das ist ein Pen-Display, ja. Das ist im Prinzip ein Bildschirm, auf dem ich schreiben kann. Es gibt eben auch welche mit Touch-Funktion, aber ich kann hier eben im Prinzip die Maus mit diesem Stift steuern und dann hier entsprechend malen. Ja, das ist ein Pen-Display. Wenn man überhaupt mit sowas erst anfängt, braucht man kein Pen-Display. Wäre ziemlich ärgerlich, wenn man dann 400 Euro zusammenspart oder mit Geburtstagswünschen, Weihnachtswünschen dann irgendwie an so ein Pen-Display kommt, das 2 Tage nutzt und dann liegt es in der Ecke. Das wäre ärgerlich. Wenn man das einfach mal ausprobieren will, Moment, ich muss kurz aufstehen und holen. Gibt es sowas? Das sind dann so Stift-Tablets. Genau, ja, ich finde, der Bildschirm ist nicht nötig. Ich habe eins ohne für 40 Euro. Genau, das ist dann sowas. Ja, das ist das, womit ich angefangen habe. Das ist jetzt schon alt. Das gibt es auch nicht mehr. Genau, sowas fängt so bei 40 Euro an. Ja. Wie funktioniert das? Man verbindet, also das geht nicht mehr, da gibt es keine Treiber mehr für. Ich habe es versucht zum Laufen zu bringen. Grundsätzlich, das wird dann mit USB an den Rechner angeschlossen. Ich habe hier ebenfalls einen Stift und man sieht dann hier, vielleicht sieht man es so ein bisschen auf dieser Fläche, da sind so leicht angedeutet so Ecken. Da. Ist im Prinzip der Arbeitsbereich gekennzeichnet und
der bildet den Bildschirm ab. Das heißt, dann kann ich auf diesem Tablet rumschreiben, während ich auf dem Bildschirm schaue, was passiert. Ja? Und das geht auch gut. Ja? Ich kenne auch zumindest einen Künstler, das ist tatsächlich der diesen Hintergrund gemacht hat. Hier, der hat ein Pen-Display, hat aber den Bildschirmteil deaktiviert. Das heißt, er nutzt es als so ein Tablet, weil er das doof findet. Ich weiß nicht warum, aber also deswegen, man kann mit sowas auch wunderbar arbeiten. Ich finde das mit dem Pen-Display sehr angenehm, ich genieße das. Aber also deswegen, ich würde Schülern jetzt nicht raten, sich ein Pen-Display zuzulegen, gerade wenn sie anfangen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schaut wirklich nach so einem Pen-Display. Grundsätzlich zwei Hersteller, auf deren Namen stößt man, Wacom, das ist auch von Wacom, oder Huion. Wacom ist im Prinzip die professionelle, teurere Variante. Ja? Ich meine, wenn man so im 40, 50 € Bereich ist, ist es dann, glaube ich, relativ egal. Aber ich meine, Wacom hat bessere Qualität, das lassen sie sich aber auch bezahlen. Das einfach ein bisschen gucken. Man muss auch nicht das Beste vom Besten haben. Bei Drucksensitivität, wenn wir jetzt speziell darauf mal gucken, findet man Produkte zwischen 2048 und 8192, sage ich die Potenzen gerade richtig, Druckstufen. Das heißt im Prinzip, wie fein ist das? Ja? Brauchen wir sowas für den Unterricht? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft in der Schule ein paar von solchen Pen-Tablets kriegen für die Schule. Das wäre sehr cool. Ist an sich auch angedacht, aber mal gucken, ob daraus was wird. Also das wäre cool, wenn man einfach so einen Klassensatz hat und da im Computerraum wirklich mal sowas machen kann. 10.000 € für die teuersten. Ja gut, man braucht nichts mit für 10.000 € kaufen, außer man macht wirklich professionell, fulltime, beruflich Artworks, dass man sich dann irgendein Gerät für 10.000 € kauft. Okay, aber also ich glaube, selbst wenn man sich ein wirklich gutes Gerät kaufen will, kann man gut bei 1.000 € stehen bleiben. Aber wie gesagt, ja, gerade wenn man anfängt, einfach das Pen-Tablet für 40, 50 €, wenn man ein bisschen was Besseres will, ein bisschen was Größeres, vielleicht auch mal 80 €, das reicht voll und ganz. So. Ich meine, wäre natürlich, wenn wir in der Schule sowas hätten, dann wäre Kunstunterricht im Computerraum eher denkbar, ne? Dass man dann zum Beispiel mit sowas wie Art Rage, Ölfarben ist zum Beispiel in der Kunst heutzutage problematisch, aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, aber. Ja, also wie gesagt, zu Druckempfindlichkeiten muss man ausprobieren. Ich meine, mein Pen-Display hat 8192 Druckstufen. Das heißt im Prinzip, er kann 8192 verschiedene Stärken von mir unterscheiden. Dann kann man sich die Frage stellen, bin ich überhaupt in der Lage, so feinfühlig zu drücken, ja, dass das einen Unterschied macht? Ich wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich nutze diese 8000 noch was Druckstufen ziemlich sicher nicht. Deswegen, gerade wenn man das einfach nur mal ausprobieren möchte, wenn man es interessant findet, sich irgendwas für ja, um die 40 € zuzulegen, macht man nicht viel falsch. Und wenn man dann nach einem Jahr sagt, hey, ich finde das echt voll cool, das macht mir Spaß und da und merke aber, ich hätte gern irgendwie was Größeres, merke schon so, ich kann nicht so fein arbeiten, wie ich möchte, dann kann man ja immer noch ein Jahr, 2 Jahre später sagen, hey, ja, doch, jetzt investiere ich da noch ein bisschen mehr Geld. Ja? Aber wenn man
das noch nie gemacht hat, sich dann direkt für 450 Euro ein Pen-Display kaufen, wäre unsinnig. So, ein bisschen vom Thema abgekommen. Das war 2D. Wobei tatsächlich Art Rage könnte man eventuell als 2,5D bezeichnen durch diese Strukturen, die bei den Pinselzügen dann drin sind. Da haben wir im Prinzip auch so ein bisschen diese tiefen Erhebungen. Deswegen kann man da schon sagen, ja, das ist ein bisschen mehr als 2D, aber grundsätzlich das alles zweidimensional. Es geht um Bilder, Grafiken. Genau, ja, Hachiu ist das. Der hat auch einen Twitch-Kanal. Sehr angenehmer Mensch, macht sehr tolle Artworks, die er eben auch auf DeviantArt kostenlos zur Verfügung stellt, überwiegend. Außer wenn es halt irgendwelche Commissions sind, die er macht. Jetzt habe ich auch noch für einen anderen Twitch-Streamer Werbung gemacht. So, kommen wir aber mal zu 3D. Was natürlich irgendwie viel cooler und viel interessanter ist, aber auch viel schwieriger, dreidimensional arbeiten. Ich habe jetzt gerade zwei Programme hier für 3D-Design. Es gibt auch da unglaublich viele. Ich habe theoretisch eine Bildungslizenz für ein drittes Programm, muss ich aber wieder finden und dann installieren. Grundsätzlich gibt es zwei Richtungen. Ich zeige jetzt mal drei Varianten kurz und nächste Woche würden wir dann in die eine so ein bisschen mehr eintauchen. Wenn wir 3D-Design machen, was wir nutzen, hängt stark davon ab, was wir machen wollen. Was wahrscheinlich viele erstmal, die jetzt nicht technikorientiert sind, denken, wenn sie an 3D Design denken, wäre sowas hier. Ja, ich habe hier, das ist Sculptris, wie man es aussprechen möchte. Das ist ein 3D Sculpting Programm. Da fängt man häufig damit an, dass man irgendwie halt ein Startobjekt hat, in dem Fall also häufig dann zum Beispiel eine Kugel. Und dann kann ich die modellieren. Ja? Das ist jetzt nicht technisches Zeichen. Das ist keine Technik, was ich hier jetzt mache. Ja? Das ist im Prinzip dann eher künstlerisch. Und was man mit sowas hier eher macht, mit wäre zum Beispiel solche Miniaturen oder sowas designen, ja, wo man eben keine technischen Bauteile oder so hat, wo man, ja, also wo man eher organischere Linien hat. Wie das funktioniert, naja, ich habe so mein Ausgangsobjekt und dann habe ich auch verschiedene Tools hier links und ich möchte hier jetzt mal irgendwie ein Gesicht drauf machen, dass es so ein Kopf wird und dann kann ich zum Beispiel so ein Crease machen und in der Mitte ist so eine Linie zu sehen. Das ist die Symmetrieachse. Ja, kann man ein- und ausschalten, aber Gesicht soll halbwegs symmetrisch sein. Ja, da kann ich hier unten zum Beispiel einfach mal ja, so ein Crease reinmachen, dass ich irgendwie so was Mundartiges habe. Ich muss dazu sagen, dieses, also mit so einem Programm umgehen, da stecke ich noch ganz am Anfang. Ja, deswegen erwartet nicht, dass was ich hier mache, nach irgendwas aussieht. Ich bin froh, dass ich weiß, wie man es bedient. Ich möchte das mehr lernen, aber genau. So, und dann, keine Ahnung, ja, Nase hier irgendwie in der Mitte, ja, brauche ich dann so eine Erhebung. Natürlich zur Spitze hin irgendwie wie mehr. Kann man auch mal von der Seite gucken. Das sieht doch unglaublich nasenmäßig aus, ja. Und auf die Art und Weise bearbeitet man quasi in so einem ja, da habe ich ein bisschen Probleme gerade. In so einem Programm 3D-Objekte. Ja, da kann ich ja noch irgendwie so Augenbrauen.
Ja, es ist nicht so ganz glücklich mit einem. Ja, mein Stift spinnt gerade so ein bisschen rum. Mache ich das mal kurz mit der Maus. Ja. Und dann habe ich jetzt hier einfach mal so ein einfaches Gesicht gemacht. Ja. Also das wäre wirklich, wenn man 3D-Design sehr künstlerisch machen möchte, wenn man zum Beispiel Menschen oder Tiere oder sowas dann designen oder erstellen möchte, Modelle davon, sei es zum Beispiel für Computerspiele, 3D-Modelle erstellen möchte von irgendwelchen organischen Dingen oder dass man eben für Tabletop, ja, Figuren, die dann gedruckt werden, erstellt. Für sowas sind dann solche Programme. Sculptris ist von Pixelogic. Das ist eine Firma, die ZBrush vertreibt. Das ist ein professionelles Programm dann, was auch professionelle Preise hat. Also da ist man, glaube ich, bei so 800, 900 Euro. Es gibt auch kostenfreie Varianten. Blender kommt da in den Sinn. Pixelogic hat eben diese Sculptris, um einfach so ein bisschen zu zeigen, wie es bei denen funktioniert und dass man so ein paar Sachen mal testen kann und schauen kann. Doch, ja, dein Programm finde ich gut. Genau. Wie gesagt, professionelle Programme für sowas sind sehr teuer. Ja. Wenn ihr tatsächlich sagt, hey, ihr macht sowas gern, ihr habt mit kostenfreien Programmen schon ein paar Sachen gemacht, würdet jetzt aber gerne ein professionelles Programm nutzen, schaut, ob es Schüler oder dann später Studentenrabatte gibt. Das gibt es häufig. Ja, zumindest bei Pixelogic für ZBrush gibt es das auf jeden Fall. Ist dann immer noch schweineteuer, aber nicht mehr ganz so schweineteuer. Genau, also das ist so die eine Richtung. Die andere Richtung wäre, da nehmen wir jetzt tatsächlich hier ein Online-Tool, Tinkercad. Okay, ich muss mir erst noch einloggen. Tinkercad ist kostenfrei, man muss sich halt anmelden. Ist cloud-basiert, läuft über einen Browser. Ich verwende es mit meinen NWT-Schülern, um Schaltungen und Arduinos zu simulieren. Man kann aber eben auch 3D-Objekte erstellen, wenn einem das Passwort einfällt. Das war es nicht. Das war's. Hier wäre jetzt tatsächlich das, was Lorenz meinte, technisches Zeichnen. Ja? Und da sieht man jetzt direkt schon einen deutlichen Unterschied zu dem, was ich gerade gezeigt habe. Wir haben hier irgendwie so eine Arbeitsebene. Das ist natürlich dreidimensional, ja? Das heißt, wir können runter und hoch verschieben. Und dann haben wir hier so ein paar Formen, mit denen wir arbeiten können. Das ist ein sehr einfach gehaltenes Programm. Ja. Mir fällt leider tatsächlich der Name von einem anderen Programm nicht ein. SketchUp. Ja, SketchUp wäre im Prinzip auch sowas in aufwendiger, professioneller. Und ja, Bauklötzchen. So ein bisschen. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen CatHoop, SketchUp, eine Schachtel machen möchte. Ja, dann irgendwie so eine rechteckige Schachtel. Dann kann ich hier mit so einem Würfel anfangen. Und dann sehe ich schon eben der große Unterschied. Ich habe hier eben schon die Kanten, ich habe Maßangaben. Und dann will ich vielleicht, also habe ich hier zwei Möglichkeiten, auch das zu bearbeiten. Wenn ich sage, hey, die Schachtel soll als Grundfläche 40 mal 30 Millimeter haben, da habe ich eine Möglichkeit. Ich kann entweder sagen, ich ziehe das hier zurecht oder ich lege das hier einfach fest. Ja, kann hier sogar die Zahlen eintippen. Sag also, okay, da 30, da 40. Ja? Das heißt, hier wird es mathematischer.
Heißt aber auch, ich kann eben präziser arbeiten. Ja. Probleme habe ich dann natürlich, wenn ich hier drin irgendwie organische Formen haben möchte, weil wie soll ich die dann beschreiben? Das wird schwierig. Ja. Und jetzt bin ich natürlich in die Vertiefung drin, da gibt es dann hier diese schraffierten, also das sind dann Bohrungen, ja, und das tue ich dann hier rein. Keine Ahnung, irgendwie so, vielleicht noch ein bisschen größer, da noch ein bisschen mehr, ja. Und jetzt natürlich, ich will nicht einfach so einen Rahmen haben, sondern es soll ja unten auch einen Boden haben, also kann ich es noch nach oben ziehen. So, ja. Und jetzt muss ich kurz mal gucken. Das, jetzt hätte ich im Prinzip so eine Schale. Ja. Das in der Mitte ist eben das, was dann rausgenommen wird von dem Großen. Genau. Das ist eben dann so die andere Richtung, ja, eben das mehr technische Zeichnen. Was wir uns jetzt anschauen, ist tatsächlich dann eher informatikorientiert auch und stellt so ein bisschen die Grundlage für alles andere dar. Denn egal welches Programm wir nutzen, der Computer arbeitet mit Funktionen. Ja, eine Sache wollte ich noch zeigen, genau. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Scriptress irgendwas mache, ja, ich meine, hier hat er einfach eine Kugel, ist natürlich sehr leicht als Funktion zu beschreiben. Es gibt einen Radius und das war es eigentlich schon. Aber wenn ich jetzt hier irgendwas drauf rumkritze, rumzeichne, das alles muss er irgendwie berechnen. Ja? Und in irgendeiner Form auch mathematisch ausdrücken, dass er die Koordinaten der ganzen Punkte kriegt, weil wenn er einfach jeden einzelnen Punkt sich merkt, das ist dann zu aufwendig. Und da wollte ich jetzt gerade auch noch drauf eingehen. Man muss sich klar sein, je nachdem, was man so künstlerisch macht, braucht man eventuell auch einen passenden Rechner. Jetzt schauen wir mal gerade hier. Wenn ich hier irgendwie so bearbeite, dann sieht man, dass auf einmal die CPU-Auslastung bei 100% ist. Was tatsächlich sehr gut ist, weil das bedeutet, er nutzt mehrere Kerne. Ja? Aber das heißt, okay, in dem Fall brauche ich entsprechend gute CPU. Wenn ich, was weiß ich, nehmen wir mal zu 2D über, Art Rage, da fand ich es dann sehr interessant. Da hatte ich in der Vergangenheit immer große Probleme mit, dass der nicht hinterherkam und ich dann zwischendrin einfach mal so ein paar Sekunden warten musste, bis die ganzen Pinselzüge, die ich gemacht habe, nachgeholt wurden. Und jetzt weiß ich auch, woran das liegt. Hier einfach mal so zeichne. Passiert eigentlich nicht viel. Ja, CPU geht so ein bisschen höher, Arbeitsspeicher macht nicht wirklich was, GPU nicht. Da fragt man sich, okay, was arbeitet gerade? Und was arbeitet, ist der Datenträger. Ne? Das heißt, wenn ich hier male, sieht man, dass auf einmal die Schreibgeschwindigkeit in die Höhe geht. Das heißt im Prinzip, Art Rate speichert die ganze Zeit diese neuen Informationen auf den Datenträger. Ist hilfreich, wenn man eine SSD hat. Ja? Eine entsprechend schnelle SSD. Ansonsten kommt er nicht hinterher. Also das sind so Sachen, auf die man eventuell achten muss, je nachdem, was man tut. Da braucht der Rechner andere Voraussetzungen. So, was wir jetzt aber, worauf ich jetzt aber näher eingehen möchte, auch weil tatsächlich, obwohl es am kompliziertesten aussieht, eigentlich am leichtesten die ist, die Grundlagen zu lernen, sodass man selbst auch ein paar Sachen erstellen kann, ist OpenSCAD. Ich habe ja gesagt, alles, was man irgendwie in so einem 3D-Programm tut, wird in Funktionen ausgedrückt. Ja?
Egal, ob ich Klötze verschiebe oder mit einem Tool auf einer Kugel herumkratze, der Rechner übersetzt das, was ich tue, in Funktionen, die dann das Modell beschreiben, was ich erstellt habe. OpenSCAD nimmt im Prinzip den Zwischenschritt raus und wir schreiben selbst diese Funktionen. Das klingt erstmal sehr abschreckend und kompliziert, aber wie gesagt, es ist meiner Erfahrung nach am leichtesten zu lernen. Und ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, das, was wir gerade eben hatten mit dieser Schachtel, wie das aussehen könnte. Ich mache hier vielleicht mal ein bisschen größer. Ich vergesse immer, wo das war. Da, Einstellungen. Machen wir mal 25, so, dass man den Text gut sehen kann. Was hatten wir? 40 breit, 30 lang und irgendwie 30 hoch oder so. Und dann habe ich hier eben diesen Würfel. Und dann möchte ich ja noch die Vertiefung haben. So, und keine Ahnung, wenn wir 5 mm Platz in alle Richtungen lassen, dann hätten wir also 30 breit, 20 breit und ich mach's auch mal 30 hoch, ist ja egal, wenn man sozusagen dann oben noch mehr wegnimmt. Und ich muss verschieben um 5, 5, 5, wenn ich mich gerade nicht täusche. So. Ja, und dann habe ich jetzt genau das gleiche erstellt, im Grunde genommen, was ich eben in Tinkercad erstellt habe, kann das, da ich die Zahlen konkret angebe, deutlich präziser machen und habe nicht das Problem, dass ich mich in, weil das ist für viele erstmal sehr schwierig in solchen 3D-Programmen, sich darin zurechtzufinden. Wir sind es gewohnt, am Computer ist alles zweidimensional. Ja, wir arbeiten zweidimensional, hier arbeitet man dreidimensional. Bei OpenSCAD umgeht man das so ein bisschen. Ja. Genau. Also, das ist einfach jetzt mal kurz im Überblick, was gibt es für Möglichkeiten, 3D zu arbeiten, 3D-Designs zu erstellen. Und drei Beispiele für solche Programme. OpenSCAD ist definitiv etwas, was ich nur für, eigentlich nur für wirklich technische Bauteile oder so nutzen würde. Man kann auch kreativ mit sein. Eine Sache habe ich hier, die ich zeigen kann. Wieder, ich habe es nicht selbst erstellt, ich habe es selbst ausgedruckt, aber das Design wurde mit OpenSCAD gemacht, nicht von mir. So gut bin ich leider nicht. Ich verwende auch OpenSCAD für NWT viel, aber das kriege ich auch nicht hin. Das hier, ja. Wer Portal kennt, erkennt den Companion Cube für alle anderen. Toller Würfel, der aus Zahnrädern besteht und ich kann den verdrehen. Und wenn ich ihn immer weiter verdrehe, habe ich irgendwann wieder einen Würfel und ich glaube, ich habe gerade den Punkt überschritten. Na egal. So, und jetzt habe ich wieder einen Würfel. Ja. Das ist auch mit OpenSCAD erstellt worden. Sowas ist natürlich eine Heidenarbeit. Ja. Ist aber möglich. Das heißt, man hat durchaus Möglichkeiten, auch mit einem Programm, das für technische Anwendungen gedacht ist, kreativ zu sein. Ich meine, man sieht, ne, das Spiel steht aus Zahnrädern. Im Prinzip, solange ich klare geometrische Formen habe, habe ich kein Problem oder ist es nur eine Aufwandsfrage, das in OpenSCAD umzusetzen. Genau, das wäre es eigentlich für heute gewesen. Einfach nur dieser Überblick über verschiedene Programme, Anwendungsgebiete, sowohl 2D als auch 3D. Der kleine Exkurs zu Hardware bei Pen-Displays und Pen-Tablets. Vielleicht, was man, kommen jetzt gerade, wenn wir vorhin von Pen-Displays und Pen-Tablets gesprochen haben, was es ja auch noch gibt.
Grafiktablets, ja. Also, was gibt es da irgendwie? Surface Pro oder sowas? Also im Prinzip Tablets, Notebooks oder so, die auch einen Stift dabei haben, sodass man da direkt drauf arbeiten kann. Sowas gibt es natürlich auch. Ja? Kostet aber auch natürlich mehr als so ein einfaches Pen-Tablet. Genau. Ansonsten, wenn es keine Fragen gerade gibt, die ich beantworten könnte, wäre es das für heute gewesen. Nächste Woche würde ich dann eben hier auf dieses OpenSCAD genauer eingehen, auch dann erläutern, was habe ich da jetzt eigentlich getippt, was bedeuten diese Zeilen. Und genau, dass ihr dann grundsätzlich zum einen Verständnis habt, hey, wie funktioniert sowas, und zum anderen auch die Möglichkeit hättet, so die ersten Schritte darin zu gehen. Ja? Wenn ihr sagt, hey, das ist was, was mich interessiert. Werde auch noch ein paar Anwendungen dann zeigen, was man mit sowas dann machen kann. Einen hatte ich ja gezeigt mit dem coolen Würfel. Aber genau. Ansonsten scheint es keine Fragen zu geben. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und dann bis nächste Woche, beziehungsweise die 9D bis morgen. Auf Wiedersehen. Ciao.